bist eine große Hilfe. Reden wir über früher, ja? Die Geschichte, wie ich um deine Mutter war. Warum nicht? Das kannst du nicht oft genug hören, was? Als junger Mann wurde ich zu einem Landherrn geschickt, um mit dem Vieh zu helfen. Am ersten Tag brachte ich die Kühe vom Feld zurück und sah diese Stallmagd. Ihr Lächeln war wie Sonne in einem Sturm. Ich mochte sie, sie mochte mich. Wir zogen uns in das Lager zurück, um uns besser kennenzulernen. Und dann? Was? Oh, ja. Was wollte ich sagen? Ach ja, deine Mutter und ich im Lagerraum. Ja, naja. Der Landherr kam herein und erwischte uns beim Spaß. Er wurde rot vor Zorn und erhob seine Axt. Ich trug nichts als ein Lächeln. Aber deine Mutter war gewitzt. Warum, mein Herr, sagte sie. Dieser Junge kann mehr Milch melken, als du je brauchen wirst. Nun, der Landherr liebte seine Milch und sagte, bringt mir die Milch und vielleicht lasse ich Gnade walten. Wir eilten in den Kuhstall. Wir molken die Kühe in Windeseile und kamen mit zwei Eimern zurück. Der Landherr löffelte etwas Rahm ab, um zu probieren. Zufrieden ließ er die Milch in den Schatten bringen und rief aus, mehr! Sofort, Herr, sagte deine Mutter und wir rannten raus. Wie sollen wir mehr bekommen? Fragte ich. Die Kühe sind ausgebrochen. Ich will weiter. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Die Kühe sind leer gemolken. Deine Mutter sagte, ich solle nicht dumm sein. Sie führte mich um die Scheune zu den Eimern im Schatten. Wir bringen sie ihm erneut und sagen, sie wären frisch. Und so brachten wir ihm die gleiche Milch nochmal. Wieder war er zufrieden und wieder wollte er mehr. Und wieder gingen wir um die Scheune. Bald hatte er 10 Eimer nach seiner Zählung. So gab er uns sein Einverständnis. Wir rannten in den Stall, stahlen ein Pferd und blickten nie zurück. Nicht viel später wurdest du geboren. Ein Kind so rosig, wie ein Vater es sich nur wünschen kann. Wir nannten dich nach der Kuh. Fällt mir ein, der Ring deiner Mutter. Sie wollte, dass du ihn bekommst. Hier. Toll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Behalte du ihn, um dich an Mutter zu erinnern. Oh, Liebes. Ich hinterlasse ihn dir, wenn die Zeit gekommen ist. Ich muss los, Vater. Pass auf dich auf. Es ist immer schön, dich zu sehen, Rose. Komm bald wieder. So, ich habe mich umtaufen lassen. Ich heiße jetzt Rose. Hallo Rose, hallo Han. So, jetzt dein. Ich glaube, es ist voll auf dem Weg. Ja, Blümchen. So. Ich konnte den Ring nicht annehmen. Ich bin ja nicht seine Tochter, das geht nicht. Auch wenn er mich für seine Tochter gehalten hat. Was hätte ich davon, dir zu helfen? Guter Mann, möchtest du unter... Das ist Fulke. Denn so wird es sein, wenn diese Vorräte die Feste... Schon Fulke gefunden? Oh. Tschüss. Sollte erst die anderen Sachen machen. Ich muss auch von was leben. Ich hab ihn. Tschüss, Fulke. Wir reden später.
Oh. Aua. Okay, das wo ich gerade bin, das ist unten in der Stadt durch diese Steintür. Ich habe angefangen, ich kann nichts dafür. Aua. Ich verteidige mich nur. So, komm her. Ach stimmt, ich habe ja Autoloot. Ich wollte gerade looten. Arme Wauzis, die haben doch nur Hunger. Hättest du denen nicht einfach deinen Arm geben können und wollt weitergehen? Nein, ich brauche meinen Arm noch. Mann. Machen wir nicht fest. Walter, das ist nicht mehr lustig. Was denn? Fischergedicht. Der frühe Tag trieb Gardin Taus. Schon schaut der findige Fischer in den Teich. Hoffentlich holt er Heilbutt heraus. Ja, richtig, riesige Fischflossen machen reich. Ach, Arme werden doch überbewertet. Hol dir bei der nächsten Leiche einfach einen neuen. Lustig. Wen siehst du? Wen schreist du an? Ich sehe niemanden. Meinen Bruder. Er ist da drin. Ein Kobold hat ihn in einen Fisch verwandelt. Was? Ein Kobold hat ihn in einen Fisch verwandelt. Er kommt nicht aus dem Wasser und will seine Arbeit nicht machen. Mutter wird so böse sein. Oh, was soll ich nur tun? Ich muss ihn aus dem Wasser ziehen. Es wird nicht einfach. Er ist so gemein und glitschig. Was? Die Angel nochmal. Was siehst du da oben, Sühnen? Aus! Nein, lass das! Hör auf damit! Nein, hör auf automatisch zu laufen! Nein, lass das! Ja. Hier, machen wir es so. Sieh an, so viel leckerer Fisch. Fisch! Dann holen wir mal ihren Bruder oder so. Oder so. Fische gehen in die falsche Richtung. Komm her. Ich bin jetzt unter Wasser nach der Leiche geguckt, aber okay. Nein, die kriegt jetzt ihren Bruder. Da glaubst du nicht, dass ihr Bruder in Fisch verwandelt wurde. Fange ich doch Pfeil und Bogen, so fische ich ja auch nur. Das geht schneller. Nein, ich kann ihr doch nicht einen toten Fisch geben. Komm jetzt her. Komm.
her. Hierher. Zu mir. Baba Fisch. Weiter. Näher. Komm her. Komm. Komm her. Komm her. Trinken. Ich kann jetzt nicht trinken. Ich muss einen Fisch fangen. Speichern kann ich auch nicht. Ein guter Fisch. Komm hier. Tanzen. Ich kann doch voll gut tanzen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Nur mit dem Kopf. Nein! Fuck! Alles schuld. Nein, ich singe jetzt nicht. Hier, ich trinke jetzt. Sing selber ran. Sing selber. Ist hier noch ein Fisch? Ist die Olle noch da? Ja. Hinten. Ups. Tja. Hey, Fischi, 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 Fischi. Komm her, Fischi, 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 Fischi. Hier, fang! Walter, du wirst so viel Ärger kriegen, wenn Mutter davon erfährt. Sie hat dir gesagt, du sollst nicht mit Kobolden reden. Bruder hat braune Augen, als ob ich das von hier aus sehe, was die Fische für eine Augenfarbe haben. Am Ende hat sie gar keinen Bruder, die will nur einen Fisch haben. Was zu doof ist, um selber zu angeln. Hier ist auf jeden Fall keine Leiche. Von der Mutter die Aufgabe, 10 Fische zu fangen. Mir fällt jetzt aber bei der ersten 9 immer eine Ausrede ein. Ja. Ich glaube auch. Du bist keine Hilfe. Mein Bruder schwimmt immer noch im Teich. Angel doch selber. Du wolltest doch reingehen und ihn rausziehen. Warum gehst du nicht rein, hä? Hier gibt's viele hungrige Fische. Hast noch gar nicht aufgefallen. Komm her, Fischi, 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 Fischi. Was geht bei dem Stein falsch? Er hat aufgehört. Okay. Nein, er hat nicht aufgehört. Schon mal 2 hat er immer noch.
Ich bin nicht überzeugt, dass dein Bruder von einem Kobold verzaubert wurde. Wir haben zumindest schon mal einen, der wie ihr Bruder riecht. Juhu. Fehl am Animus. Ah, okay. Gut, das erklärt einiges. Fisch, 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 Fisch. Was mit Absicht drin, damit der Animus realistischer wirkt. Ach so, ja, ja, ja. Flackerte Steine, realistisch, ja. Sehe ich auch täglich. Mindestens 3 Stück. Fischi, 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 fisch. Ne. Keine Fischi, Fischis. Wirf! Hey. Also wenn wer Fische sieht, sagt Bescheid. Nach Fischen googeln zählt nicht. Google Bilder. Oh, ein paar schicke Fische da. Da ist Dori! RL Dori. Was ist Google? Oh, 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 das ist ein wirklich guter Freund, der hilft dir, Sachen zu suchen. Und Nemo auch? Stimmt, Nemo. Aber vielleicht ist es ja auch Marlin und nicht Nemo. Hm. Nee, Marlin ist ja weiter unten. Ah, okay. Da ist ein Kugelfisch. Spannende Musik. Du bist nutzlos. Du bist keine Hilfe. Mein Bruder schwimmt immer noch im Teich. Selber nutzlos. Wo schwimmt der denn? Hä? Sag doch mal. Wir sind keine Fische. Da ist er. Nee, ist er nicht. Nee. Seh ihn. Tust du? Cool, wo denn? Guck mal, hier ist Fische. Geh raus! Zeig ich doch. Oberaufgang. Wasser sprudelt, so viele Fische sind hier. Hey, Fisch! Oh. Um da zu rennen. Komm her, komm.
Wischi. Komm her! So das. Noch einer. Das wird reichen. Was? Halt her! Bleib im Busch! Wir haben, was wir brauchen. Nein, haben wir nicht, du Puddingkopf! Nenn mich nicht Puddingkopf! 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 Ich nütze euch beide als Abendessen! Dein Bruder sieht recht gesund aus. Für einen Fisch. Wir dachten, es wäre witzig, wenn jemand anderes für uns angeln würde. Also habt ihr mich reingelegt. Und es hat geklappt. Überlässt du uns die Fische bitte? Wir tauschen sie auf dem Markt. Nein. Na gut. Walter, wir haben die Fische. Danke, Fremde. Machen die nicht nochmal?